Hallo meine Lieben! Herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von uns. Wir waren vorhin richtig fett einkaufen. Eine Rechnung fällt noch vom Spar, ich weiß nicht, wo der ist, irgendwo da. Ja, aber ich sag's euch, was draufsteht. Also, hier steht 270 Euro, also fast 300 Euro. Und hier haben wir 100 Euro. What? Beim Spar nochmal 100 Euro. Ja, also insgesamt fast knappe 500 Euro, was wir da an Produkten gekauft haben. Das muss man auch sagen, wir waren jetzt länger nicht so ordentlich einkaufen, immer so hin und wieder mal Kleinigkeiten. Aber heute waren wir dafür richtig ordentlich. Und das werden wir euch jetzt zeigen, weil es ist viel. Also, ja. Let's go. Okay. Also, fangen wir mit dem Spar an. Beim Spar haben wir fast nur Süßigkeiten gekauft. Und zwar... Die Kinder waren auf Schokoladenentzug, weil wir schon länger nicht einkaufen waren. Deswegen ganz viel Süßigkeiten. Einmal hier Kinder Country, essen die Kinder total gerne. Und ich gelegentlich auch. Dann Raffaello. Das ist mir wirklich sehr gut, essen die Kinder auch. Und so ein Box ist so schnell weg. Unglaublich. Ja. Wieder mal so leidenschaftlich von Raffaello redet. Einige Sachen sind offen, nicht wundern. Die Kinder sind schon drüber hergefallen. Wie zum Beispiel die Kinder-Schokobons. Und so, genau, zum Beispiel die M&M's. Übrigens, das hat die Michelle mitgenommen und sie hat gleich ein Kilo mitgenommen, weil sie gedacht hat... Sicher. Aber M&M's schmeckt auch richtig. Aber wir nehmen immer nur die gelben mit der Erdnuss, wir mögen die anderen nicht so gerne. Dann auch Dagé-Kekse, da haben wir glaube ich zwei davon. Eins ist schon offen. Liegen wir unterwegs. Normalerweise kaufe ich nie die Klassik, weil das sind diese dunklen drin, die mag ich gar nicht. Es gibt nämlich eins mit Blau, Vollmilch und das ist nice. Dann hat die Michelle gleich auch zwei Oreos eingepackt. Einmal die weißen, einmal die schwarzen. Wie ihr seht, ist da schon angeknabbert. Aber das schmeckt wirklich gut. Also mein Favorit ist das mit Vanillegeschmack. Das ist eigentlich dasselbe, nur dass da halt keine... Naja, das ist nicht dasselbe. Das ist schon Leibwunder. Ich meine, die Creme ist dieselbe, ist halt ein weißer Keks. Das Keksel ist anders. Wer hat sich denn das genau? Die Michelle. SVG, Kekse mit Schokolade überzogen. Ich finde die immer so nervig. Wie schmiert man sich denn mal mit... Man kann die nicht essen ohne... Naja, wenn sie in Kuscheln liegen, dann kann es schon essen. Aber wenn sie draußen stehen, dann nicht. Aber dann wird doch der Keks doch weich, oder? Wenn er feucht ist. Dann habe ich mir eine Schokolade gekauft. Weiße Schokolade, ja, das ist wegen Histamin, aber das schmeckt auch... Also weiße Schokolade hat kein Histamin. Weil es kein Schokolade ist, weiß ja nur nichts. Aber es schmeckt wirklich gut. Ist etwas teuer, ich glaube 2,80 Euro. Von Lind. Aber ja, klein aber fein. Oh, mein guter Spruch, oder? Dann haben sich die Kinder, keine Ahnung, was das ist. Das sind so Strohhalme, Schokoladengeschmack, da fehlen schon ein paar. Die schauen so aus und die gibt es in verschiedenen Sorten. Die sind hier so zugetackert irgendwie. Achso, man sieht nicht durch rein. Genau, okay, das sind halt diese Schokoperlen drinnen und dann kann man die mehlig, die Flüssigkeit, und hier drinnen, dann, wenn sie drin ist, schmelzen diese Kügelchen und das... Schokolade. Das ist schon ein Kakao quasi. Ja, und das gibt es glaube ich in mehreren Sorten, oder? Ja, da gab es noch irgendwas Buntes, aber wir haben, die Michelle hat nur das genommen. Ich glaube es gibt Vanille und Erdbeere, soweit ich mich... Dann ein Gläschen Nutella, 700 Gramm. Der geht aber schnell weg. Es gibt noch ein größeres, oder? Ist das schon das größte? 700 Gramm? Gibt es ein Kilo? So ein Fass? Das kann doch 1,5, oder? Weiß nicht. Das ist das, was immer kaufen, oder? Das Gefühl, es gibt noch ein größeres zu den Festtagen. Kleiner gibt es sicher. Wer braucht so kleiner? Dann Schokofresh natürlich, das darf auch nicht fehlen. Gut abgekühlt, schmeckt sehr, sehr gut. Dann geht weiter mit Kinderpinguin. Kinderpingu. Nein! Egal, oder? Pingu steht drauf. Pinguin. Ja, Pinguin. Das schmeckt sehr gut. Das esse ich mit der Michelle und ich glaube, die anderen Ratten auch. Malteser, das ist auch offen. Das mag der Papa nicht. Aber das ist total lecker. Ich kann mal. Eigentlich sagen wir irgendwie immer dieselbigen Süßigkeiten. Das ist so ein, wie sagt man, Malz? Gerstenmalz. Du magst doch Bier, dann müsstest du das auch machen. Ja, aber das ist Quantin, so, das ist nicht. Er mag dieses leere. Ja, das ist. Magst du keine Windringe? Nein. Ah, wegen demselben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Maltese, das Beste, was es gibt. Das ist so einfach so luftig, ich zeige mal. So. Das war ein Dreier Maxi King, sind nur zwei. Eine ist verschwunden. Ja, wenn du im Haus fragst, wer das genommen hat, war keiner. Aber sicher einer von uns. Wir kaufen den sicher nicht so. Der schmeckt wirklich bombastisch. Ja, dann hat der Papa. Cannabanossi, die sind, ich glaube, 11 Stück waren drin. Genau, genau. Das schaut so aus. Die sind alle einzelne verpackt, separat. Das ist gut für die Jause. Die Kinder lieben das, ja. Da gibt es auch mittlerweile mit Rind, mit Hühnchen. Genau. Auch mit so einem Brötchen, genau. Mega coole Sache. Dann haben wir auch normale Salami-Sticks. Chili auch? Nein. Also ganz normale.
Salamischstangen. Und Almbeißer gibt es auch beim Spar. Das sind da so Knabberzeug-Dingsbums. Das sind verschiedene Sorten, genau. Die sind weicher, die sind härter. Aber beide schmecken sehr gut, das weiß ich schon. Deswegen haben wir beide gekocht. Dann haben wir Pringles mal wieder genommen. Wir haben Original, das essen die Kinder ganz gerne. Sour Cream and Onion natürlich auch. Das verschwindet immer am schnellsten. Und Salt and Vinegar. Das ist die wahrscheinlich. My favorite. Genau. Also Salz und Essig. Ich finde, das ist Das ist auch gut. Was ich noch beim Spar gekauft habe, halt euch fest. Also, einmal Joghurt, Pfirsich, Maracuja. Und das ist Bergbauernjoghurt mit Heidelbeeren. Dann habe ich noch mit rote Früchte. Und einmal Natur. Die sind mega lecker. Was an denen am meisten mag, sind, dass die Gläschen so klein sind. Was wir noch gekauft haben, wir haben eine Kiste Coca-Cola in Glasflasche gekauft. Papa ist ja unser nachhaltiger. Nicht nur das, aber in Glasflasche, ich weiß nicht, dass ihr wisst, aber schmeckt wirklich besser als in Plastikflasche. Ja. Definitiv. Ist es wahrscheinlich, weil, oder? Plastik hat ja so Weichmacher drinnen und das beeinflusst so ein bisschen den Geschmack. Das ist ja auch von gestern. Genau. Also Eistee. Ein Eistee hat aber noch mit Zero. Vom Eistee trinken Sie lieber den Zero, weil er irgendwie schon zu süß ist? Ist zu süß und vom Geschmack her ist er angenehmer, also milder. Der normale ist zu, ich weiß nicht, das ist zu intensiv im Geschmack. Deswegen. Dann haben wir Barista gekauft. Also Barista? Für Barista, oder? Achso, ja, Barista. Oatly. Ich meine die Oatly Barista, weil es gibt ja auch Oatly, die nicht Barista ist. Ah, okay. Die kann man dann nicht aufschreiben. Aha. Das ist die beliebteste Marke, glaube ich. Aber das schmeckt gut. Also der Kaffee hat so einen nussigen Geschmack. Also mir schmeckt es nicht mehr. Wir haben eine Zeit lang gehabt, aber... Also ja, wir haben heute den Kaffee wieder mit der getrunken. Ich muss sagen, ich finde es nicht so cool. Er schmeckt nicht so geil. Aber ja, also mir hat heute der Kaffee nicht geschmeckt. Dann habe ich mir noch Reibstoff gekauft. Jetzt muss ich... Immer sagt er diesen alten Daddy-Witz. Genau, jetzt muss ich mit Patrick auch teilen, der ist schon 18 und er darf schon nur Alkohol. 0% Alkohol. Aber auf alle Fälle, der Patrick hat seine Flasche geschafft. Ja, der Patrick trinkt ja auch keinen Alkohol. Ja. Was gibt's hier noch? Vom Spar? Einmal nichts, oder? Das war's, 100 Euro. Gut, und das hat 100 Euro gekostet, Bruder. Wobei, ja, ihr müsst euch vorstellen, der Cola. Die Kiste dahin, was hier müssen wir hoch. 1, 2, 3. Das war wahrscheinlich das teuerste davon, oder? Weil der Pfand ist ja auch mit Dingen kalkuliert. Was ist der? Kiste kostet 9 Euro, glaube ich. Na, oder mehr, 10 Euro. Aber das hier, das kostet auch so 9 Euro. Achso? Ja. Und 6 Flaschen Bier? Aber du gehst in ein Restaurant und bestellst ein Heineken für 3 Euro und sagst, oh, das ist günstig. Und 1 Euro ist teuer. Kostet wahrscheinlich kein Heineken. Wahrscheinlich auch 4 Euro irgendwas. Also, das schmeckt wirklich gut. Das schmeckt wie ein normales Bier. Also, ich habe alles durchprobiert, das schmeckt am besten. Und Zipfer auch. Ja, das habe ich auch getrunken. Das schmeckt wirklich gut. Ja. Okay, was jetzt? Sorry! Also, jetzt geht's zu Billa Plus weiter. Hier haben wir mal die beliebte Haselnussmilch von den Kindern gekauft. Alpro, die Kinder essen ihr Cornflakes in der Früh wirklich nur mit dieser Milch. Dann geht's weiter mit Plombier. Ja. Du kaufst es zu allen Jahreszeiten. Ja, das ist ein Eis mit Vanillegeschmack. Das kaufen wir immer wieder, sowohl im Sommer als auch im Winter. Es ist unabhängig von Jahreszeit her. Das ist made in Lithuania. Yes, Lithuanien. Also, immer weiter. Oh, hast du mal wieder Lipstöckel gekauft? Yes. Der Papa ist immer auf der Suche nach Lipstöckel, wenn er beim Billa Plus ist. Und das gibt es nicht immer so oft, gell? Nö, und wenn ich binde, dann kaufe ich natürlich einfrieren, also kleinhacken, einfrieren. Und dann, Papa macht damit immer Chorba, weil dieses Lipstöckel gibt dem Ganzen, also der Suppe nochmal so einen eigenen Geschmack und dann ist es wie Chorba. Vielleicht kennt das vom Balkan her oder von Kürten. Ja, sicher. Sicher. Und in Österreich ist bekannt als Magikraut. Ah, ah. Habt ihr nicht gewusst? Ah. Dann haben wir... Also der Bauer hat immer ordentlich einen Schweinschopf gekauft, hast du auch Rind gekauft? Rind habe ich auch gekauft, natürlich. Das haben wir jetzt genommen. Wir machen jetzt immer, beziehungsweise der Papa, der tut das jetzt immer selber verschieren. Wir haben da so eine Maschine von Amazon, die ist so cool. Die kann ich euch wirklich empfehlen. Das ist wirklich die beste, hat die besten Rezensionen. Wenn ihr eine sucht, wir machen seitdem immer unser Verschiertes selber. Denn dadurch können wir, also wissen wir halt, was drinnen ist. Dann sehen wir, wie das Fleisch ausschaut und es ist kein Abfallprodukt oder so. Was ist denn? Ja, ich habe mehr von der Rindfleisch gehabt. Vielleicht ist es in einer Tüte oder so. Kann möglich sein. Ja. Also 2,5 Kilo Rind, 2,5 Kilo Fein. Und dann machen wir so selber gemischtes Hackfleisch für Bolognese, für was auch immer wir kochen. Ja, Bulettenfleisch. Ja, ich würde euch mal diese Maschine verlinken. Die ist so gut, die ist von Bosch. Und wirklich.
Die ist so fein. Und was mir bei dieser Maschine gefällt, ist, dass die Reinigung sehr einfach ist. Das ist also unsere Teile. Das ist uns immer am wichtigsten, wenn wir ein Gerät kaufen, dass die Reinigung einfach ist. Weil wir haben auch einen Safter und da war genau das Prinzip, das muss gut reinigbar sein. Weil wenn es nicht ist, geht es einem dann so auf die Nerven und dann nutzt man das nicht, weil man es hasst, es zu reinigen. Dann hat aber dann geht's weiter. Kinder wollte sein. Für die pelzigen Kinder. Für die pelzigen Kinder. Rinderknochen. Das gibt es dann immer so zwischendurch. Die freuen sich. Und es ist auch gesund für die Hunde, für die Zähne. Das ist einfach ein natürliches, um den Belag abzunutzen. Ketchup. Wir kaufen fast immer. Ja, das vom Heinz bis Essen. Also das essen die Kinder am liebsten. Ja. Gut, jetzt machen wir Hofer. Yes. Da haben wir richtig cool angekauft. Ja, nur da. Du hast das bei jedem gesagt. Da haben wir es richtig cool. Und da haben wir es richtig cool. Warte, warte, noch nicht anfangen. Warte, warte, weil das Sockenzeit oder was? Wie ihr seht, haben wir viele Socken gekauft beim Hofer. Ja, keine Ahnung. Irgendwie, kennt ihr das, wenn der Übergang ist vom Sommer zu Winter? Ich habe immer das Gefühl, ich habe nur kurze Socken und in meinen großen Stiefeln rutsche ich dann mit den kurzen Socken. Die nerven mich. Deswegen habe ich für mich mal welche genommen. Aber das sind eigentlich deine und für Patrick. Für mich nur ein paar? Doch, zwei, schau. Wo? Das sind Patrick. Das sind meine, das sind deine. Und das ist nur mein? Ich habe für dich zwei Paar genommen. Ich habe nur ein Bein. Ein Bein, das sind noch. Das ist so doof. Als ob nicht Socken im Paar verkauft werden. Nein, da macht man nur eine Socke. Ich muss den Fuß wechseln, wenn ich springe. Dummala! Ja, auf jeden Fall haben wir für Patrick Socken gekauft und für mich und für Papa auch zwei. Genau. Also. Socken für die Family. Yes. Gut, dann für die Doggies haben wir auch was mitgenommen. Und zwar einmal Schweinchenöhrchen, Schweineohren. Das ist irgendwie so geräuchert und hart und es gibt einen richtigen Radau, wenn die das essen. Rinderläpfchen? Was ist das? Da steht Maulfleisch vom Rind, getrocknete Stücke. Maulfleisch aus dem Mund? Das schaut auf jeden Fall so aus. Stinkt wahrscheinlich immer so ein bisschen. Ich glaube, das sind die, die stinken, oder? Nein, ich weiß nicht, das haben wir noch nie gekauft. Wir haben immer nur Pansen gekauft. Nein, die Pansen, die stinken schon. Die riechen sehr angenehm. Bagless oder Bugless? Bugless. Der Papa ist dieser. Kennst du dieses Bild, wie wenn der Papa alleine ist und irgendwas schreibt, Pictures? Das ist der Papa. Der kann so reden, der Papa eigentlich. Beautiful. So? Der mag's auch, oder? Der gibst du. Dann, Finger weg, warte, bis ich noch eine Struktur muss man machen. Oh, mit Struktur. Ich habe auf jeden Fall so zwei Pakete. Ist das ein Zweierpack oder ein? Ah, zwei, oder? Ja, zwei. Das sind so Bio-Germ, Trockengerm. Ich habe mich vor, so einen Zopf zu machen. Mach ich den Zopf? Zimtschnecken mit so einer Glasur drüber. Braucht man halt einen Germteig. Deswegen habe ich Germ. So wie die Flammenkuchen. Germ? Flammen. Das war kein Pflaumenkuchen. Der Papa lacht mich aus, weil ich habe mir vor ein, zwei Wochen oder drei Zwetschgen gekauft, also Pflaumen. Und ich wollte Bovidel machen, das ist Zwetschgenmarmelade. Das war für die Topfenknödel. Und der Papa lacht mich jetzt aus, weil ich es nicht gemacht habe und die sind dann verschimmelt. Yep. Aber wie oft kaufst du was, was verschimmelt? Tomaten oder irgendwelche Äpfel? Ja, kann schon mal rein bevor. Ja, aber jetzt mir unter die Nase rein. Mir ist schlecht gewesen. Sorry. Ja, auf jeden Fall habe ich auch so Backemmentaler gekauft. Ich liebe Käse. Also ja, keine Ahnung. Emmentaler, so ist der Favorite Käse und dann so paniert, so geschmolzen, die beste. Da drin ist auch sogar eine Marmelade mit dabei und das gibt es auch als Camembert. Das sind dann diese Runden, aber ich habe mal Emmentaler wieder genommen, weil ich schon lange nicht mehr gegessen habe. Als nächstes haben wir Eier gekauft, weil unsere Hühner machen Urlaub dabei. Christmas, es ist ja Weihnachtsferien. Ja, und da haben wir gesagt, okay, lass euch nicht stressen, ich kaufe mir welche. Wäre nett, wenn ihr wieder welche macht. Unsere Hühner sind ein bisschen älter. Wir haben Hühner, die schon 3, 4 Jahre. 6 Jahre, also die weiße, glaube ich, schon 6 Jahre alt. Die Ente ist auch schon um die 3, 4. Ja, und vor allem müsst ihr bedenken, ich glaube, so Eier in der Industrie, also sowas, da lebt das Huhn nicht länger als ein Jahr. Schade. Unsere leben schon gut. Cool. So lange, wie sie halt leben. Genau. Und dann werden sie begraben. Ja, wir begraben sie dann. Ja. Dann haben wir noch Gefrierbeutel, das ist so eine Rolle mit so Plastiksackerl, die 3 Liter sind, also groß. Ja, da geben wir Fleisch rein und... Der Papa nimmt immer die ohne Zip. Wieso brauche ich Zip? Das kostet ja mehr. Ohne Zip kostet weniger, habe ich mehr drauf. Ja, aber du kannst das und nice zumachen. Nice. Okay. Ich zeige dir danach, wie günstig ich das nice zumachen kann. Der Papa ist so richtig als Barburg. Ah, hast du mich als mich kennengelernt, hast nicht gesehen, dass ich... Aber Hauptsache, du kaufst dir spezielle Fahrnudeln. Ich hatte Lust auf das. Ich mache immer mit Spaghetti. Ich rupfe sie nicht. What? Ich breche sie so kleine Stücke. Kurz sagen, ja, Ruppe. Das heißt, also auf Rumänisch, Rupp ist einfach brechen. Ja, reißen, brechen. Ja, brechen. Und der Baba hat jetzt einfach verdeutscht. Ruppe. Bin ich rot? Also, ich hab's. Bis jetzt immer die Spaghetti. Ja, ist doch egal. Ja, und ich habe Lust auf das gehabt. Als ob das jetzt einen eigenen Geschmack hat. Schon irgendwie, weil das ist viel kleiner und
dünner. Mein Gott, ruck. Dann haben wir mal wieder Cornflakes-Würstchen, also diese Nougat-Bits. Die mag der Philipp auch total gerne und der Patrick und die Luisa und alle möglichen Kinder. Ja, das sind so kleine Pölsterchen mit Nougat drin und mit so Nutella. Und die werden so weich in der Milch. Während ich von dem rede, Patrick, aber schon nächstes Produkt. Ja, du hast gesagt, du hast keine Zeit mehr. Ich muss euch beeilen. Nein, ich habe noch voll viel zu tun, deswegen. So ein Food Hall ist ja nicht mal so schnell. Genau, das ist vielleicht 30 Minuten zum Anschauen, aber alles hier, das ist herumzuwirbeln, ist nicht einfach. Also. Ja, ein chinesisches Süppchen. Yes, einmal mit Garnelen, also zwei Packungen mit Garnelen, jeweils vier Tüten rein. Aber zu dem Garnelengeschmack, das steht auch drauf, weil das ist ja nicht, dass man glaubt, dass da Garnelen und Gemüse. Ich glaube, die müssen sogar verpflichtend Geschmack draufschreiben, weil sonst wäre es irreführend, dass da vielleicht so also kleine Garnelchen mit dabei wären. Ich habe auch gleich chinesische Mia-Nudeln gekauft. Das sind diese ganz normalen, ja, auch so zum Übergießen für die verschiedenen chinesischen Nudelgerichte. Mache ich total gerne. Ah, da gibt es sogar ein Reel davon. Und das ist auf jeden Fall, ja, sehr, sehr lecker. Dann hat der Papa Weintrauben gekauft. Kernlos. Im Mix. Das ist nämlich sehr wichtig für die Ratons, Kinder. Für die Kinder, weil sonst, wenn Kerne drin sind, kannst du vergessen. Ich fasse nicht einmal das an. Und das verwende ich auch natürlich für die Lunchbox. Dann kommen wir zur Weihnachtsabteilung. Yes. Kekschen. Also das ist so, wie heißt das, Lebkuchen? Genau, Bio-Lebkuchen. Mega, mega lecker. Das ist wirklich lecker. Also das ist so ganz klein und super saftig und es ist Apfelzimt, gell? Genau. Mega gut. Also wenn ihr beim Hofer mal wart, noch nie probiert habt, probiert es auch. Das ist wirklich super, super lecker. Es ist ein bisschen teurer als die normalen, aber wirklich... Also zahlt sie wirklich aus. Dann hat aber Papa diese Mandel-Spekulatius-Kekschen gekauft. Die sind wirklich lecker. Also die schmecken also ganz stark nach Spekulatius. Wahnsinn, wirklich. Und also das muss man halt mögen. Also nur wenn man es mag, mag man das, glaube ich. Und hinten haben die ganz, ganz viele Mandeln. Das finde ich auch richtig so cool. Ganz dünne Flocken, so Scheiben. So, dann gehen wir weiter. Ich habe Kekse gebacken. Yes, danke Hofer. Ja, ich habe bei Spitzbuben gekauft. Ich hätte auch gerne Vanillekipferl. Ich habe noch keine Zeit gehabt zum Backen. Außerdem backen wir nie. So. Wir sind nie so die Frühbacker. Also sie schauen nie auch so aus. Also, hä? Wo soll das sein? Das ist witzig. Das habe ich einmal gemacht. Einmal habe ich große Linsaugen verkauen und seitdem holt er mir die Augen raus. Die Mama hat so drei Linsaugen gemacht wie Pizza. Das stimmt gar nicht. Du hast die letzten Jahre alle ausgeblendet, wo ich so schöne Linsaugen mache. Nein, er erinnert sich nur das, wo ich selber noch 20 Jahre alt war. So ist der Mensch aufgebaut. Siehst du? Ja, er vergisst das Gute und nur Scheiße. Perfekt! Ja, auf jeden Fall gekaufte Linsaugen, weil noch keine Zeit zum Backen. Wir backen immer so immer Ende Dezember. Wow! Also Anfang Jänner, so Mitte Februar. Das machen halt alles in einem ab. Das sage ich da mal. Weihnachten, Silvester und Ostern in einem. Das stimmt gar nicht, das stimmt wirklich nicht. Aber ja, wir haben andere Qualitäten. Natürlich! Das ist aber Spaß! Ich weiß! Muss was ja, trinken. Muss was trinken. Ja, trink halt! Jetzt hat noch was. Mein Gott, das war wirklich atemberaubend. Gut, Keks. Keks. Hoffentlich schmecken sie gut. Und, ja stimmt, also ihr wisst ja, wir sind ursprünglich aus Rumänien und wir haben noch nie einen gegessen. Was ist toll denn überhaupt? Das heißt, das ist so... Das ist so was, ich weiß nicht, ob es jetzt österreichisch-deutsches, traditionelles Weihnachts... Männer würde es heißen, Gehstollen. Du bist so dumm. Du bist so dumm, wirklich. Hier heißt Stollen, bei uns heißt es Gehstollen. Nein, Spaß. Ich habe jetzt ein mini kleines Stück mitgenommen, weil wir, wie gesagt, das noch nie gegessen haben und wir sind sehr neugierig. Also ich war jetzt auch neugierig. Und das haben wir auch gestohlen, oder? Nein, wir haben es gesammelt. Da wir natürlich jetzt gleich so richtig in Weihnachtsmood sind, zeigen wir euch, was wir gekauft haben. Was ist das? Ich habe immer nicht verstanden. Das ist so ein Tischläufer, ein Weihnachtstischläufer, aber schaut mal, das schaut so aus. Also das ist so eine Rolle, beziehungsweise zwei Rollen. Ich habe eine für Weihnachten mitgenommen, mit Weihnachtsdeko und das mit Sternen für Silvester. Das kann man ja öfter verwenden, siehst du? Das ist so, das machst du, das breitest du aus. Ist der dick, oder? Das ist so wie Papier wahrscheinlich. Ja, schaut wie so eine Serviette aus. Und passend dazu haben wir auch Servietten gekauft. Okay. Seht ihr? Passend dazu. Also einmal hier im Weihnachtsmodell. 12 Stück und das nochmal 12 Stück. Das heißt, wir dürfen zweimal den Maul abwischen, pro Person. Naja, wir sind 7. Achso, ja, stimmt. Mathe 5 Minuten. Das ist von der Marke Coquette. Ja, davon haben wir auch unser Klopapier und unser Küchenpapier, ja. Falls euch das interessiert. Alles Coquette. Dann haben wir Bananas. Yes. Das war jetzt cool. Also.
ich nicht so viel zum Sagen haben. Banane kennt ihr, oder? Dann reicht's da für die Mama. Ja, ich trinke die letzte Zeit halt voll. Fast täglich in Red Bull. Aber wenn ich gerade so am Computer sitze und was zu tun habe und meinen Kaffee schon getrunken habe, nach dem Frühstück, nehme ich mir dann noch so ein Red Bull. Wie viel hast du denn? 6 Stück, oder? Dann habe ich noch 2 Packungen Wiener Kristallzucker. Kristallzucker. Kristall. Muss ich zweimal wiederholen. Feinkristall, Feinkristall, ja. Nur das Feinste für uns. Butter. 2x Teebutter, normale Butter, das brauchen wir halt für Backen oder Backen. Püree oder Püree auch, ich hab's komplett vergessen. Was ich total gerne mache in der Zeit, ist Grilled Cheese. What? Grilled? Cheese, wie heißt das? Das ist so typisch amerikanisch. Da schmiert man entweder ein Toast oder ein Weißbrot mit Butter von beiden Seiten. In der Mitte kommt dann Käse rein und in der Pfanne wird das angebraten. Mmh. Letztens habe ich es ein bisschen angeguckt und der Patrick hat mich verarscht. Mama, was gibt's heute Gutes? Buttrige Briketts? Briketts mit Käse. Ja, passend zu meinem Grilled Cheese Sandwich habe ich mir auch Käschen gekauft. Einmal Käschen. Räumlich Emmentaler. Ich liebe diesen Käse, der ist so würzig, hat was. Hat Hallo. Pep und Geschmack, ja, Löcher, alles Beste, was es gibt. Aber ich esse auch den gerne. Das ist mein Favorite. Und für die, die Histaminintoleranz haben. Oh, wir haben einen neuen Kaffee ausprobiert. Für die Leute, die uns schon länger. Wisst ihr was, wenn zum Beispiel unser Kaffee, den wir früher einmal getrunken haben, die Leute, die den irgendwo in Aktion gesehen haben, haben sie uns immer privat Nachrichten geschrieben. Kiana, euer Kaffee ist gerade in Angebot beim Lidl oder beim Hofer. Den haben wir bis vor kurzem eigentlich immer noch getrunken und der Papa hat gesagt, naja, mir schmeckt der nicht mehr. Aber so habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, werde mal nein. Naja, das will ich nicht. Okay, hat nicht so gemacht. Aber. So habe ich jetzt gemacht. Und deswegen habe ich heute einen neuen gefunden. Auch von Lavazza. Gibt es aktuell beim Hofer, kostet zwar 15 Euro. Oder? Auf jeden Fall hat der eine stärkere Intensität. Da steht nämlich 9 von 10. Und der, den wir sonst immer gehabt haben, war eine 7 von 10. We will see. Yes. Mamon? Ich habe Kokosmilch gekauft für Patrick. Ich mache ihm nämlich immer total gerne, wie heißt das, Curry mit Hähnchen. Das mag er ganz gerne, deswegen. Mit Reis, oder? Genau, mit Reis. Das ist das Fischteim, oder? Fischteim. Die Kinder, also ich und du und der Patrick essen gerne. Also der Patrick und ich, also wir drei essen gerne Thunfisch. Am besten mit im Salat, also Thunfischsalat mit so einem. Ich hab schon Hunger jetzt. Wisst ihr was? Ich esse Thunfischsalat. Also ich esse das auch gerne, was der Papa jetzt erzählt. Aber was ich gerne esse, ist Thunfisch mit Mayonnaise und Ketchup. Ja, das stimmt, das ist doch. So geil. Aber der Papa versteht das nicht, weil er mag ja kein Ketchup und keine Mayonnaise. Deswegen ist es für ihn einfach eine Horrorkombination. Aber ich esse es total gerne. Das wäre eine Strafe für mich, das. Na, warte Bescheid. Wenn du gemein bist, dann. Dann habe ich mir, also nicht nur mir, sondern für die ganze Familie, wer halt will, mein ich Gott. Ich esse das nicht. Ja. Aber die Ratons, das ist auch, das ist so eine Ananasdose mit so klein geschnittenen Stücke. Ungesüßt, ist sehr süß von Natur her. Und ja, schmeckt sehr gut. Dann habe ich was Cooles entdeckt, denn beim Hofer gibt es auch Haselnussmilch. Wobei es heißt, es steht Reisdrink mit Haselnuss. Das ist neu, oder? Das ist ganz neu, ja. Also auf jeden Fall ist das, wie man lesen kann, ein Reisdrink. Und ihr seht hier die Haselnüsse. Was ist da drin? Die muss lesen. Ein paar keine Brille und dann ist er Scharsauger. Ist das Haselnuss? Wo steht das? Haselnuss vorne ist das? Ja, das, da steht das drinnen. Wasser, Zucker, Haselnüsse. Also kein Reis. Nein, und hier ist Biogetränk aus Reis und Haselnuss. Aha, verstehe. Das ist eine Mischung. Das ist eine Mischung. Hier ist nur Haselnuss und hier ist Reis dabei. Dann habe ich 2 Dosen. So, das sind keine Dosen. Ja, 2 Packungen Mozzarella Bambini, ja, für Salat. Dann haben wir Ohrstäbchen gekauft, damit ich die besser hören kann. Ich nutze nicht so gerne Ohrstäbchen. Ich schon, vor allem wenn das Ohr juckt. Boah, das ist so ein gutes Gefühl. So gut fürs Ohr, weil ja, du stopfst ja das Ganze wieder rein. Ja, aber ich mach nur. Ja, Papa hört den sehr vorsichtig. Ich habe ihn zum Ohrenarzt geschickt. Er sagt, er hört gut, aber ja. Vielleicht hörst du mich mit Absicht nicht, oder? Nein, ich. Der hat gesagt, die Menschen machen den Maul, den Mund nicht hat richtig. Hat er gesagt? Auf. Nein, ich habe gesagt. Zum Arzt? Oder? Ja, entweder höre ich nicht gut oder die Menschen machen den Mund nicht richtig. Der hat gesagt, ich glaube, Baby. Hat er gesagt? Das ist ja Wahnsinn. War ja ein netter Mann. So, dann haben wir eine Packung mit Äpfel, also 4 Äpfel. Mal wieder Salami-Sticks. Yes. Von anderen Marken. Normal und schwach. Ja, aber das sind wirklich gut. Also die kaufen wir öfter. Und ja, die Kinder, wie gesagt, zur Jause und so hin und wieder so ein kleiner Salami-Stick. Abendfernsehen zum Beispiel. Das ist Papas Chips. Dann hat die Mama wieder sehr, sehr viel Käse gekauft, weil sie liebt Käse. Abgesehen davon habe ich Raclette-Käse gekauft, weil ihr wisst ja, jetzt steht ja Weihnachten, Silvester vor der Tür und jedes Mal habe ich diesen Raclette-Käse gesehen und immer wenn wir unseren Silvester-Einkauf gemacht haben, war der schon ausverkauft. Immer. Das war wirklich jedes Jahr so und immer zu Silvester mussten wir einen anderen Käse nehmen oder diese Natur von irgendwo einer anderen Marke. Ja, das stimmt. Und der war immer ausverkauft und ich habe gesehen, dass der lange Haltbarkeitsdatum hat, steht nämlich 9.1. Cool. Also da ist Silvester schon vorbei. Da haben wir schon die Kekse gebacken.
Ja, deswegen habe ich hier ein bisschen eskaliert beim Käse, Raclette-Käse. Ich habe hier einmal Pfeffer. Die Mama kann sich beim Käse nicht zurückhalten. Sei leise, du. Dann geräuchert und Knoblauch. Wow. Und das Ganze dann nochmal. Das ist rumänische Käse. Knoblauch. Knoblauch nochmal und Pfeffer nochmal. Also wir haben hier 5 Käsepackungen. Das sollte reichen. Oh, das riecht schon so nach Socken. Wow. Mama jetzt... Also, ich liebe das. Das ist Gyoza. Ich liebe diese Teigtaschen. Die esse ich immer total gerne beim Chinesen. Ich habe hier 3-mal gleich mitgenommen. 1-mal mit Gemüse und 2-mal mit Hühnerfleisch. Und ich tue das gerne anbraten. Also es gibt auch so dampfgegart, finde ich jetzt nicht so cool. Aber gebraten schmeckt es mega gut. So, etwas Gemüse haben wir natürlich auch gekauft. Spargel. Es ist zwar nicht Spargelzeit, aber Spargelgusto. Der Papa, müsst ihr wissen, er ist histaminintolerant. Und ja. Der muss auf seine Ernährung achten. Der muss ein paar Sachen, er muss mehr Gemüse, mehr grünes Gemüse essen. Ja. Und er wollte das zuerst nicht kaufen, aber er kann fast nichts essen. Ja, das ist schwierig. Und deswegen habe ich gesagt, komm, bitte nimm es einfach. Es kommt nämlich aus Peru, oder? Was, Histamin? Nein. Also das? Ja. Ist jetzt zwar nicht so nachhaltig, aber... Ecuador, wirklich da um die Ecke. 2 Busstationen. Radieschen, die kommen aus Italien. Von Joggen? Das sind Joggen-Radieschen. Joggen-Radieschen. Ah, 7, I like that. Tomaten haben wir auch mitgenommen. Der Papa ist ein Tomatenfanatiker. Was machst du denn damit? Mit den Tomaten. Ja. Mit den Tomaten. Ich mag mir Salsa-Salat. Kennst du Salsa-Salat? Ganz klein schneiden. Dann Zwiebel, genau so klein hacken. Dann braucht ihr noch Chili. Ganz Salz, viel Chili. Genau. Chili-Pulver. Chili-Pulver. Salz und Zitrone. Zitrone gebrechtet ist. Boah. Manche machen auch noch Avocado rein. Der Papa nicht. Ich kann 1 Kilo Tomaten auf einmal essen. Oh, und du darfst das nicht. Ich weiß. Am nächsten Tag Bauchweh ist kaum Tomaten. Die Höhle, aber für die Tomaten nehmen wir hinkauf. Also, komm mal rein. Dann habe ich so Nussnudeln-Mischung gekauft und die Kinder fahren drauf voll ab. Das sind so Schupfnudeln, das sind eingefroren und dabei ist noch so eine Nusszuckermischung dabei. Und diese Schupfnudeln muss man kochen und dann tut man das in diesem Ding da. Diese Banane einfach, anwälzen. Herumwälzen. Ein bisschen mit anbraten, mit Butter. So, so lecker. Und ja, isst du das auch hier? Es bleibt nie so viel, dass ich auch etwas erwischen kann. Stimmt, Kinder. Dann kaufe ich immer diese Landhändel. Früher, ganz früher, vor vielen Jahren, haben wir immer diese Polardee gekauft. Ja, bis wir dann gegoogelt. Ich habe mal gegoogelt, was das bedeutet. Polardee, mein Gott. Was ist das? Ich habe mal gedacht, so nennen sie ihn Polardee. Das ist ein Hühnchen, oder? Ja. Und dann sind wir drauf gekommen, dass Polardee eigentlich diese Hühnchen, diese Masthühner sind. Und ab dem haben wir es nie mehr gekauft. Genau, die leben ja gar nicht so lange. Also innerhalb von. Hast du noch mal welche gesehen? Gibt's ja, gibt es. Es gibt nur immer. Und ein Polardee kostet, so wie den zum Beispiel, die 4 Euro. Und das hat gekostet, halte fest, 19 Euro. Was? Hey, früher hat das 15 gekostet. 19 Euro. Crazy. 19 Euro. Dann haben wir 2-mal Toppi gekauft. Das sind so Pudding mit Haselnussgeschmack. Mega, mega lecker. Das essen die Kinder innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Tagen sind weg. Dann hat der Papa Rindfleisch genommen, also zum Gulasch machen, oder? Nein, das ist auch für Faschiertes. Da gehen wir dazu. Aber wieso hast du das auch mitgenommen? Ich habe vergessen, dass ich das gekauft habe, aber ich gebe das da dazu. Dann habe ich mehr Rind als Schwein drinnen. Und ist bueno. Bueno, yes. Ja, auf jeden Fall. Das. Ich habe dann auch vom Hofer noch so Schweinefleisch Medaillons genommen. Das ist so ein bisschen dicker geschnittenes Schweinefleisch von Schlögl. Schlögl? Siehst du das? Na, sie vom Körperteil? Keine Ahnung, aus dem Schlögl. Bin jetzt nicht ein Fleischer. Nein! kein Wort. Das ist irgendwas beim Schwein. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall etwas, was nicht so viel Fett hat. Und ja, ich werde da irgendwas dazu kochen. Backofen vielleicht mal schauen. Dann hat der Papa Krustenbraten, mega lecker. Es darf im Video sowas nicht fehlen. Entweder macht man sich selbst oder kauft man sich selbst. Aha. Ich habe dann auch noch so Mini-Gnocchis genommen. Schaut so aus. Und wir haben in Italien nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, weißt du noch, in diesem Restaurant gegessen. Gnocchi mit so weißer Bolognese. Also das ist einfach Bolognese. Das war echt cool. Wahnsinn. Wie Bolognese, aber halt ohne Tomatensauce. Mega lecker. So wie Haché-Hörnchen irgendwie. Und total lecker. Und die Kinder haben es total geliebt. Deswegen habe ich das mal... Ich meine, im Endeffekt ist es egal, was man dazu... Man kann auch Spaghetti dazu essen, zu der weißen Bolognese. Aber ich habe das genommen. Super, super, super yummy. Dann habe ich mir Natur-Schafskäse gekauft. Ich habe vorher Ziegenkäse gekauft. Ich wollte mal jetzt Schafkäse ausprobieren. Doch, aber ich habe es vergessen, wie das schmeckt. Deswegen habe ich mir aber noch einmal gekauft. Ähnlich, oder? Na, Ziege und Schaf sind 2 verschiedene Tiere. Ach, das weiß ich auch. Aber ich meine, vom Geschmack her... Nein, ich schmecke schon anders. Und dann das Letzte. Was darf da nach dem ganzen Essen nicht fehlen? Genau. Sowohl für den Großen als auch für den Kleinen.
Einmal Kakapapier. Unsere Rettung. Ja, Klopapier vom Kokett und natürlich für den Philipp haben wir nochmal Pampers Pants. Wir nehmen immer die Pants, mega easy. Hup, rauf und schau mal, da ist sogar Stopp, Pipi, Kaka. Ja, und Feuchttücher. Genau, das muss man auch noch erwähnen. Ich glaube, wir sind durch, oder? Ja. Ja, meine Lieben, das war's jetzt mit dem Food Haul. Wie ihr seht, viele Sachen, 500 Euro. Wir haben mal dafür viele Produkte dafür bekommen. Genau. Ist jetzt halt Standard. Also man merkt schon, dass ein bisschen teuer die Sachen geworden sind. Aber ja, die Sache, die man braucht, muss man trotzdem kaufen. Ja, und Durchschnitt ist bei uns schon um die 400 bis 500 Euro geworden. Wo soll das hinführen? Ja. Naja, man kann ja nichts dran ändern. Ich hoffe, dass mal wieder bessere Zeiten kommen. Wir werden es sehen. Gut, meine Lieben, das war's mit unserem Food Haul. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ich habe euch die Inspiration geholt. Genau. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye. Tschüss.